Ja. Du hast einfach mal gewonnen, Junge. Hallo, da ist der Guzua wieder. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich den nehme. 2,5K auf jeden Fall. Ziemlich nice. Expos leer, Helden total low. Und hier könnte ich direkt drinnen droppen. Also, das wäre schon ziemlich cool. Aber man muss dazu sagen, die kann natürlich auch dazu neigen, dann wieder rauszurennen. Sowas gibt es auch. Denkt man nicht, ist aber so. Fallen war relativ klar, dass die nicht angehen, beziehungsweise nicht mehr ausgelöst werden, dass da nichts mehr ist. So, jetzt gucken wir mal, was wir hier machen können. Ich meine, Fläche, da muss ich erstmal gucken. Jetzt müssen wir auch gucken mit den Mauerbrechern. Das hatte ich auch schon, dass die auch nach draußen die Mauer aufgesprengt haben, wo du echt sagst, was, ja, genau, was soll der Fuck? Aber so viel dazu. So, jetzt müsste sie, ja, aber es ist auch schlecht, wie die laufen. Ich hätte sie schon gerne eigentlich in die, aber egal. Gut, so, Queen. Ah, komm, trau dich nochmal. Dann schnetzel ich dich weg. Ich will nicht zu voreilig sein und hier alles, mein ganzes Pulver verschießen, da habe ich keinen Bock drauf. Die Fünfer Queen kann mir nichts tun, das ist alles chillig. Und jetzt hier nochmal schön, weil ich halt mittig rein will, klar. Wenn das hier alles, ja, genau. So, und jetzt habe ich nur noch zwei Mauerbrecher. Das wäre jetzt ziemlich elegant, wenn das wirklich was werden würde. So, jetzt ist die Fläche weg. Jetzt hätte ich, genau, die Fläche hätte ich jetzt auch gern noch weg. Und jetzt. Bitte, 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 Mauerbrecher. Yo, Mauerbrecher-Action! Fertig! Sehr geiles Ding. Und dann sollte das auch klappen. Klar, die wird jetzt hier noch. Oh ja, hier, schnell, schnell, gegen, gegen, gegen. Weil sonst kommen die mir hier echt. Dann sagt sich die Queen, ach. Oh, ich hätte gedacht, die zieht sich die Bauhütte. Ich hätte gedacht, die geht zur Bauhütte. Deswegen dachte ich, jetzt komm schnell, das noch killen hier, dass da nichts passiert. Genug Heiler habe ich auf jeden Fall am Start, da brauche ich gar nicht weiter nachgucken. Ah, cool. Ja, es ist schon. Ich muss schon sagen, ich freue mich auch immer wieder, wenn man dann so sieht, ah, gut, okay, komm, hat geklappt, einwandfrei. Das wird nicht langweilig. Obwohl, wenn man so drei, viermal hintereinander hat, dann, oh, naja, komm, too easy. Aber, ja, wie gesagt, halt eben über zwei ist schon immer ganz nett. Aber da drunten, wirklich viel da drunter greife ich eigentlich auch gar nicht mehr an. Aber das seht ihr ja in den Videos. So, ich hab den Rage noch. Ja, komm, den hauen wir jetzt raus, dass wir hier nochmal ein bisschen Geschwindigkeit ins Spiel bringen und hier noch das Alex-Lager killen. Goldlager brauche ich nicht bei 14K. Das ist Blödsinn. Ja, das war's, oder? Jetzt nicht hier noch Queen down gehen lassen. Da. Alles cool, 2,5K. Dunkles. Sind wir dabei? Und ich bin raus. Nur auf Einladung passt. Habe ich denn? Jetzt will ich nämlich die Pokis nochmal richtig gucken hier. Ja, das war ja nämlich schon mal ja klar. Anpassen. Wer weiß, wie ich am Ende wieder da sitze. Und zack raus. Ich will jetzt dafür nicht extra den Rambazamba. Ja, Selfmade. Kann ich das Lesezeichen langsam mal löschen hier? Zack. Gucken wir mal. Bin ich mal gespannt hier. Oh, sehr cool. Wurde wieder nicht, wer weiß, wie gespammt. Sehr gut. Und die Goblins, cool von dir, dass du diesen Clan gemacht hast. Ja, kein Thema. Also, da muss man aber auch wirklich sagen, es ist halt nur durch die aktiven Abonnenten halt, die das auch da machen. Also, da muss man dann eben auch sagen, ihr seid halt cool. Also, da brauche ich nicht sagen, oh, ich bin der coole Reißer. Klar, ich habe jetzt die Reichweite. Ach, ich kann ihn weiterlaufen lassen. Ich habe die Reichweite, logisch. Klar, aber. Die Raids kommen ja nun mal von euch. Und wenn ihr euch da halt eben wirklich gut benehmt in solchen Clans, ist das doch gar kein Thema. Dann wird das gemacht und dann ist das cool. Da freut sich doch jeder dran. Ist doch klar.
Und Manu hat mir wieder Bilder geschickt. Ey, oh, ich muss ja weinen, Alter. Was der für Loot hat, ist echt nicht normal. Das ist einfach nicht normal. Und das ist, also, das ist auch ohne das Böse zu meinen oder sowas, aber das ist wirklich in älteren, ich sage jetzt mal Ü18 oder sogar noch Ü30 Clans, wenn man so denkt, ach naja, da spielen keine mehr, da spielen keine mehr. Glaubt mir mal, wenn ihr da mal drinne seid, das ist was ganz anderes. Also wie gesagt, ich nehme jetzt wirklich nochmal als Vergleich hier wirklich den Rambazamba-Clan. Da legt ihr die Ohren an. Also wirklich, das ist echt ein Unterschied. Also für jemanden, der noch nicht, also der sonst immer nur in einem Clan mit Jüngeren dabei war, auch wenn man denkt, das wird gut organisiert, das ist nichts. Das ist wirklich gar nichts gegen so einen richtigen Hardcore-alte Männer-Clan. Die rotzen sowas von nieder, das ist nicht feierlich, echt. Also im CW gegen einen alten Männer-Clan, sage ich mal, muss ich ganz ehrlich sagen, da würden wir nicht ansatzweise Sonne sehen. Also was da dann teilweise da, also jetzt eben auch, na, ich will nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber was da dann teilweise gemacht wird, ja hier komm, hier mach mal einen Angriff mit meinem, ich trau mir das gerade nicht zu und sowas. Also echt elend geiler Shit. Richtig cooles Zeug. So, gucken wir mal, was Black Sea hier reißt. Aus dem Kriegshelden, ja, herzlichen Glückwunsch. Nee, nicht herzlichen Glückwunsch. Alles Gute oder herzliche Grüße nochmal an Rampless von wegen Kriegshelden. Denke ich mal, wird ja dann ein Ableger auf jeden Fall von Rampless sein. Und da darf natürlich auch gerne mal nochmal ein Gruß dagelassen werden, logisch. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Gefällt mir. Ja, gefällt mir. Da darf auch gerne mal geklatscht werden. Geiler Scheiß, auf jeden Fall. Du hast verloren. Schlecht. Ja, ihr seht es halt ja, die Stimmung steigt halt. Mit Boni ne Mille, einfach geil. Ja, siehst du hier von Manu halt wieder. Oh, guckt euch das bitte an. Oh, der hat so ein Schwein. Der hat echt so ein Schwein. Echt, ich muss auf Kristall. Ich muss echt auf Kristall. Das ist doch nicht mehr feierlich, sowas. Was ist denn das? Das ist doch echt. Das ist doch nicht mehr normal. Und halt nicht mal wirklich nur, ja, Minen und Sammler draußen und fertig, sondern nein, fett abgeliefert. Aber hat er auch erstmal überlegt, wo gehe ich denn rein, wo gehe ich denn rein? Und hier, ihr seht es wieder, 36er Queen. Guck mal, jetzt, wenn sie jetzt gleich geraged wird, was da dann noch geht. Was jetzt hier noch geht, nach dem Rage. Da geht alles. Richtig fesch. Richtig, richtig fesch. Und jetzt hier da noch das letzte bisschen clearen. Richtig cool. Auf jeden Fall. Mein zweiter Account, The Boss. Auch nett. Und Only Kobis. Vollkommen richtig hier in dem Bereich, weil wir haben kein Flächenproblem, einwandfrei. Genau, erstmal schön außenrum. Aber was heißt erstmal? Viel mehr wird nicht gehen. Dann an einer Stelle hier nochmal gucken, wo kann ich durch, wo habe ich wenig Fläche. Hier mit Magiertürmen brauchen wir gar nicht probieren. Das geht richtig ins Gesicht. Und dann halt hier wirklich. Hier so rein, genau, einwandfrei, ganz genau, vollkommen meine Meinung. Ah, ich hätte gedacht, die knacken noch besser, die Mauer. Okay, schade. Hätte ich auch gedacht, dass sie durch die 7er noch durchmaschinen. Na, hier eventuell könnte man noch einen Blitz setzen. Oder so, okay, ja, klar. Ich meine, man hätte aber auch einfach nur den Bohrer zum Beispiel jetzt blitzen können, aber ansonsten, nee, läuft. Ja, da gucken wir mal. Bewerten wir mal die Taktik.
geht natürlich bei dir ganz klar um Pokis. Warum findest du oben bitte so eine Base? Ganz ehrlich. Da schnalle ich ab, echt. Klar, logisch. Oh, Tesla, klar. Das war jetzt zu erwarten in dem Bereich. Aber jetzt auch. Ah, okay. Hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mich wirklich erstmal ums Rathaus gekümmert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte ganz easy hier kommen. Zack, Rathaus. Genau. Okay, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos. Also, ich hätte die Loons erstmal nicht genommen. Also, klar, die Riesen waren nur begrenzt, aber das war ja jetzt auch nicht ganz wenig. Also, okay. Na klar, alleine wenn der eine Ballon erstmal ja, schade. Jetzt klar, Luftabwehr, dann ist Ende. Kriegst du noch die? Doch, du hast noch 34 Bogies. Hier geht nach außen garantiert noch einiges zu clearen. Also da kriegst du auf jeden Fall die 50 noch hin. Dann bist du richtig gut dabei. Ich bin gespannt, was es für Pokies gibt. Loot ist vollkommen egal. Durch den Bonus holt man das rein. Klar. Genau, also 50 auf jeden Fall. Und dann halt sogar noch was mehr. Theoretisch. Ja, 50 und dann Queen geraged, genau. Oh, mit einer 5er Queen. Oh, jetzt habe ich das vergessen. Gucken wir nochmal. 23 Pokis. Richtig geil. Krasser Loot, oder nicht? Ja. Du hast einfach mal gewonnen, Junge. Krankes Zeug. 1,5, 1, 1,6 Millionen, sehe ich das richtig? Alter. Richtig übel. Jetzt schön reinmarschieren. Nee, die hätte ich. Du hast Glück gehabt. Du hast echt Glück gehabt, dass dich der Minenwerfer nicht gekillt hat. Aber die Mauerbrecher dann wirklich an einer etwas anderen Stelle setzen, finde ich. Nicht, dass die Riesenwehr weiß, wie weiterhin laufen müssen, aber ein bisschen halt. Aber Heal schön gedroppt, weil die Riesen halten sich jetzt in dieser Zeit natürlich mega lange in dem Heal-Bereich auf. Einwandfrei, super gut gemacht. Ja, sehr cooles Ding. Oh, wenn man den Loot sieht, ey, hallo, hallo. Ey, dafür gehen andere 10 Angriffe machen. Jetzt mal ohne Witz. Dafür machen andere 10 Angriffe, was hier auf einmal weggenommen wird. Alter, auf so einen Gegner hätte ich ja auch wieder mal Lust. Muss ich ja mal fast sagen. Und dann, klar, hier noch schön gesnackt alles. Fertig ist das Ding. Richtig nice. Daumen nach oben. Daumen nach oben für den F-Sane. Oder Threes. Egal. Cooles Ding auf jeden Fall. Cooles Ding. Mega geil. So, jetzt, ah, wir sprengen wieder das Zeitfenster hier. Geht gar nicht, geht gar nicht. Haut mal bitte rein. Ich wünsche euch was. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das wäre richtig cool. Bis dann, ciao, ciao.